Hm? Sebastian, wir müssen reden. Die Kinder haben mir beim Abwaschen geholfen. Das ist gut. Weil du es ihnen gesagt hast. Ja, genau. Und dann haben sie mich gefragt, warum du eigentlich nie hilfst. Ich habe ihnen jetzt nur gesagt, dass sie helfen sollen, weil ich keine Lust hatte gerade. Ich war so müde nach dem Essen. Ich wollte mich mal kurz hinlegen. Erinnerst du dich noch daran, dass wir mal gesagt hatten, dass wir ihnen vorleben wollen, was es heißt, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu führen? Ja, ich weiß. Aber es ist nicht mehr gleichberechtigt, dass wir leben. Es ist einfach auch schwer. Wenn man die ganze Woche arbeitet und gestern war ich auch noch im Büro und ich will einfach mal am Sonntagmittag meine Ruhe haben. Ich möchte auch mal Sonntagmittag meine Ruhe haben. Aber weißt du, Jonas ist früher gegangen, weil er gesagt hat, Papa hat sich ja auch hingelegt. Weißt du, was du deinen Kindern da mitgibst? Also wenn dein Sohn ein Macho wird, dann wissen wir ja, wo er es her hat. Es gibt ja Forschungsergebnisse, die sagen, dass in dem Augenblick, in dem das erste Kind auf die Welt kommt, die alten Muster sich auch wieder einspielen. Also sprich, patriarchales Verhältnis, Frau sorgt für den Haushalt, Mann macht sich's bequem. Und ich denke, das ist wichtig, sich das bewusst zu machen und dem auch entgegenzusteuern. Sie hat es natürlich jetzt ihm auch zum Vorwurf gemacht. Ne? Sie hätte auch die Möglichkeit gehabt, ihren Ärger ihm zu sagen, dass er jetzt sich aufs Sofa legt und ihm zu sagen, es wäre für mich hilfreich, wenn du mir helfen würdest und es wäre auch gut für die Kinder, einfach, dass die sehen, der Papa hilft auch mit. Wollte mich mal kurz hinlegen. Erinnerst du dich noch daran, dass wir mal gesagt hatten, dass wir ihnen vorleben wollen, was es heißt, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu führen? Gerade wenn man erkennt, so wie die Frau, dass sich was Altes einspielt, also irgendwelche Muster, die man nicht so wollte, dann kann man ja auch Regeln finden. Also jeder ist an einem anderen Sonntag dran. Also diesen Sonntag bist du dran, nächsten Sonntag bin ich dran. Um so eine Struktur zu schaffen, ne, damit so, gut, jeder geht gerne mal so einen Weg des geringeren Widerstands. Gell? Es ist vielleicht bequemer, sich aufs Sofa zu legen. Ne? Dass man sagt, nee, also heute bin ich dran, heute ist es meine Verantwortung, dass es Mittagessen gibt und dass die Küche abgespült ist. Ja, ja. Und an dem Punkt ist ja, denke ich, auch wichtig, alle in ein Boot zu holen. Ne? Also häufig entstehen Streitigkeiten an dem Punkt deshalb, weil die Eltern die alleinige Verantwortung übernehmen und die Kinder gar nicht fragen, also was könntest du machen, Jonas, oder was würdest du gern machen und ich würde das gern machen. Und wenn man da so eine gemeinsame Basis schafft, wo jeder Verantwortung übernimmt auch wieder altersgemäß, sitzt man ja in einem Boot. Und das ist, denke ich, dann auch nochmal eine Vorbildwirkung. Das ist gut. Weil du es ihnen gesagt hast. Ja, genau. Und dann haben sie mich gefragt, warum du eigentlich nie hilfst. Ich habe ihnen jetzt nur gesagt, dass sie helfen sollen, weil ich keine Lust hatte gerade. Ich war so müde nach dem Essen. Der Mann hat sich, denke ich, auch ein bisschen ertappt gefühlt, gell? Er war auch in einer gewissen Weise isoliert. Ne? Er war ja jetzt der Sündenbock. Er hat sich aufs Sofa gelegt, hat die Ideale verraten. Ne? Und ich denke, vielleicht ist es an so einem Punkt auch gut, das jetzt nicht so direkt anzusprechen, weil dann hat man ein hohes Risiko, dass es dann so eine Spaltung gibt. Ne? Wenn man aber in einer guten Situation sagt, also hör zu, ich will mit dir nochmal reden, wie das da an dem Mittagessen war, hat man mehr Chancen, da eine Verständigung zu kriegen. Ne? Weil wenn ich am Abend eben beim Kerzenlicht und so angesprochen werde, du, ich will mit dir nochmal darüber reden, das fand ich jetzt nicht so gut, ist ja das Männerherz dann offen und
lassen sich auch leichter gemeinsame Vorstellungen entwickeln, wie jetzt vielleicht ja, genau. in der Situation. Mhm. Und das gilt natürlich für jeden Konflikt. Ja. Na, je höher die Emotionen kochen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sachlich miteinander reden kann, sodass es zum Ergebnis kommt, mit dem beide zufrieden sind.